Oh, willkommen zurück zu Let's Play. Ja, ich spiele nochmal God of War. Ah, ja. Ja, wenn so viele Spiele gleichzeitig displayt, fallen einem manchmal die Spieltitel nicht ein. Tut mir leid. Nachdem wir jetzt im letzten Part irgendwie am Ende hinbekommen haben, zusammen zu spielen, wir jetzt in der Gruppe sind, starten wir jetzt die erste Mission, die da heißt In den Monolithen. Wir müssen das Ritual verstehen, mit dem Makros, das zum Gott macht. Überfeuern den Karmus und Wachturm, sichere die einen Abschnitt des Aufstiegs. Auf geht's. Ein seltenes Amulett, ein seltener Ring. Beginnen. Wer spielt das Spiel, wird gestartet. Jetzt sucht der automatisch einen random Typ oder was? Muss man das zu dritt spielen? Ich hoffe ja nicht. Oder sucht der einfach am Server für zwei? Ah, irgendwas passiert. Sind wir ins Licht gegangen, Spiel zu Ende. Ja, ich habe kurz über den Kuras wieder zurückgewechselt auf das Original. Ein bisschen durchtestet, was es da alles gibt und auch die anderen dann anschauen, die ja kommen werden. Das ist, was ja nur verändert ist, diese Sonderfähigkeit und dieser Skillbaum, so wie ich es verstanden habe. Die Waffen sind ja eh unabhängig davon. Also ich glaube, du kannst jede Waffe zu jedem von diesen Klassen ausrüsten. Das macht ja keinen Unterschied. Die Klasse ist ja eigentlich nur die Klasse quasi, ne? So verstehe ich das zumindest. Bei mir lädt es noch. Also. Tut mir leid, ich habe eine schlechtere Zivu als du. Wow, eins drunter. Bald nicht mehr. Die Aufnahme ist kurz abgebrochen, kann das sein? Na egal, jetzt bin ich wieder da. So. Boah, bist du ja, ey, krass. Wahnsinn, ne? Dass es geklappt hat, ist echt ein Wunder. Wenn der Geist den Blick, um mit unseren Ort zu denken, gehen, um Geist einen auszuschalten. Ah, ja. Obwohl der Geist, ey. Den heißt auch Geistblick. Weil Leute, spielen wir mal mit Destiny, hab ich das Gefühl. Man teilt sich mal ein Loot, das ist schon mal gut zu wissen. Ich muss ganz kurz mal was einstellen. Warte kurz. So, ich muss hier mal ein bisschen was stellen, soweit es mir tut. So. Boah. Ich hab fast gestorben. Boah, krass, ey. These Twilight Beacons mark places where we can start future missions. Let's activate as many of these as we can. Auf Deutsch hier verhalten sie dem Mission frei. Ja, es scheint hier so, also man hat keine Map, das hab ich gerade schon mal getestet. Es scheint so ein bisschen Open World zu sein. Pose eines freien Spins und abseits der Kunstleistung. Naja. Ah! Oh, ich bin mal gespannt, ob die Gegner jetzt einfach skalieren, wenn wir mehr sind. Oder ob es die Schwierigkeit sonst nichts ändert. Boah, wie du den gekillt hast, ey, krass. Wie ich tanzen kann, ey. Akiste! The chest! Wieder, ich hab jetzt ein Schwert, also ich hab jetzt schon eine Waffe doppelt gedroppt bekommen. Ja, ich hab auch. Ah, du hast auch Sirius Katana, ich sehe schon.
Vorbesteuerbonus vor der Win. Ja, so noch. Jetzt ein paar Lusokop angeschnitten habe. Dass das hier eins der ersten PS5-Titel werden wird, wenn ihr rauskommt. Tour mit Geisterbindung sind durch Geisterbindung in der Umgebung versiegelt. Zerstörst du drei Geisterbindungen, wie selten Tour freigeschaltet. Tour mit Geisterbindung zeigen die Standorte der Geisterbindung in der Umgebung auf. Also die Richtung quasi ist 1 und der Richtung ist 1. Ach, hier ist das Wort. Zack. Aber es müsste so aufgehen. Die müssten drei sein, oder? Ja, in der Richtung ist noch einer anscheinend. Oh, die sind voll nass. Warte, ich hab's gefunden. Ah, doch nicht, das ist er nicht. Oder ist er? Würde ich das machen? Ja, warte. Das klingt aber. Aber mitnehmen, ne? Ist sie komisch, dass man mit C so Kletter und so macht. Das Blätter-Set ist sinnvoll gefunden. Auf C aber ausweichen. Andersrum also. Ach, das sind Jaspis. Die Brauben musst du sammeln, damit du diese neuen Kürasse freischaltest. Ich verstehe aber nicht, wo zeigt die Truhe denn bitte an? Ah, okay, das hinten ist jetzt gleich weggegangen. Also es gibt noch eins in der Richtung da vorne. Ah, da ist doch. Hier ist übrigens auch eine Truhe. Komm mal hier hoch teleportiert. Ja, ich mach erstmal die Kiste hier auf. Ja, hier ist aber auch einer, hier geht's eh nicht weiter. Jetzt auch erst einsammeln können. Auch eine Bonus-Cherst. Loot! Ohne blaue Waffe. War dabei. Ich meine, wir haben schon Gold, aber trotzdem schade ja nicht. Agentum, selten Langschwert. Alter, wie viel Zeug ich wir im Winter haben, das ist unfassbar. Es wird jetzt schon voll. Aber jetzt sollte ich das auch mal ausrüsten, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. So. Hast du die Kiste geholt da am Ende des Teleportweges? Nein. Mach das mal. Ich warte kurz hier. Muss noch mal Sachen einstellen. Performance ist hier irgendwie gerade mal wieder so komisch. Wie vorher, die war vorher besser. Change, weil weniger zu laden war. Das kann ich noch runterstellen. Ah, Schatten. Tut immer weh. Shadow ist schmerzhaft. Ja, wir müssen bedenken, das Spiel, also wir haben diesen also ich und Fabi sind beide unter den empfohlenen Voraussetzungen. Deswegen müssen wir ein bisschen tweaken. Naja, weit nicht, aber wir, sagen wir mal so, wir sind drunter. Genau, es liegt aber daran, dass das Spiel halt eigentlich ursprünglich für die PS5 wahrscheinlich sofort. Also ich glaube, das Spiel wurde zu Beginn schon für die PS5 entwickelt. Und logischerweise kostet es deswegen auch beim PC sehr viel Rechenleistung. Ja, die PS5 ist schon was an sich ja nicht schlecht. Ne? Von der, auch wenn ich sie nicht kaufen will. Man kann nichts dagegen sagen, dass sie eigentlich von der Rechenleistung und Grafikleistung eigentlich echt gut wird. Und vergleichbar mit ein paar Grafikkarten. Hey, ich wollte den gerade mit dem Schild schlagen, hast du ihn getötet. Also die Dinge müssen wir sammeln für neue Rüstung, deswegen ist es ganz gut, den ich finden. Jazz Pies. Oder warum auch immer Valokurasse, das ist so ein komischer Name. Boah, eine Leiche. Oh, ein Valor-Kyras-Kern. Was bringt das? Also. Valorant-Kern. Ich glaube auch ein Valorant-Kern. Um neue Valorants freizuschalten. Kiste! Kiste! Das Kistengeier geht jetzt schon wieder los, ey. Ich würde sagen, wir gehen immer entgegen des Ziels, oder? Wir gehen immer erst in optionale Gebiete. Ja, so viel mitnehmen wie geht, oder? Ja, und die Gegner da sind optional. Das wird nicht gut. Boah, der Zack. Ich mag das Warfähigkeit. Hast du die auch schon freigeschaltet? Die ist ganz gut. Guck die hier, meine ich. F drücken. Okay, schön. Boah, Stufenaufstieg. Oh, Vendetta-Waffe. VW Vendetta. VW Vendetta.
gucken, ich habe eigentlich, habe ich jetzt auch einen neuen Fähigkeitspunkt? Ja, okay. Waffentiming. Szenenbrecher Aufladung. Was ist das? Drücke Q und C, um einen Bogenschildwurf auszuführen, der alle Gegner in seine Flugbahn trifft. Dann werden wir das doch mal. Das andere ist anscheinend so eine Art Währung, glaube ich, ne? Ja, genau. Diese komischen Schuriken, die du einsammelst, sind, glaube ich, Geld. Schuriken, ey. Also, es ist halt immer so, weil das, man merkt halt daran, dass es wieder so Loot-Shooter-mäßig sein soll. Weil es gibt Loot-Shooter immer 50.000 Währungen, die du irgendwo eintauschen kannst. Genau, ja. Das ist ja auch wieder. Vasen, wie ich Vasen hasse. War schon mal gut. War schon mal gut, finde man teilt sich den Loot. Ja. Nimmt sich nichts weg. Das würde wieder Freundschaft zerbrechen. Ja. Nee, du hast mir das geklaut. Aber so eine Map wäre nicht schlecht. Ja, ich schuck eben und passiert nichts. Das irritiert mich sehr. Also weiß man jetzt gar nicht, wo man sich findet. Oder zumindest ein Radar, weißt du? Ja. Das scheint schon sehr, sehr weitläufig hier zu sein. Sagst du so, ein bisschen Open World ist es. Ja, die haben gesagt, da kann man immer so Sachen finden, dann da kann man neue Nebenmissionen aufdecken. Diese komischen Dinger, die wir vorher eingesammelt haben. Also das komische Ding. Wahrscheinlich kann man da deswegen relativ viele Nebenmissionen finden, die man dann auch auf der Map bekommt. Also ich habe ja gesehen, es gibt auch anscheinend so Boss-Missionen und so, wo man halt nur Bosse besiegt. Ja, und so eine Jagdmission habe ich noch gesehen. Genau. Warte mal, bis ich sagen muss, ich habe jetzt gerade kurz nochmal auf bisschen auf Mittel und auf, also die Einstellung gerade ein bisschen runtergelegt ist, ne? Beziehungsweise läuft. Und das spielt sich trotzdem noch genauso aus wie vorher. Also man merkt irgendwie kaum, was man da eigentlich einstellt. Ja, aber es wahrscheinlich sehr hell geschaltet wurde. Man sieht keinen Einfluss, weißt du? Die Qualität ist immer noch gut. Was ist denn das da? Also so eine Lampe. Ich dachte gerade, da leuchtet was. Da ist wieder so eine besondere Chest links. In der Höhle. Ja, ich sehe schon die drei. So, dann holen wir das Ding mal da oben runter, ne? Hey! Weiter daneben geworfen, gut. Was ich jetzt schon wieder schade finde, dass man nur das Schild als Verkäufer hat. Ich würde jetzt zum Beispiel auch auf den Bogen gehen, wenn sowas geben würde. Jedoch vielleicht irgendwann. Ich glaube, das ist rein ein Nahkampf. Lauf hoch! Wir kommen nicht weiter. Mach du das, ich mach das hier. Kaputt. Hast du es, ja? Ja. Das schaut so ein bisschen Captain America das Schild werfen, ne? Dass wir jetzt zurückkommen, so. Das ist ein bisschen Captain America. Kannst sagen, was du willst. Wo an die Chest? Da vorne in der Höhle. Grüner Loot. Was Blaues. Ich auch, treu. Wir bleiben treu. Mach mal Damage. Guck mal, hier, yeah, von wegen Schwert. Boah, ein Speer. Ah, hier sieht man die Ressourcen. Elektrum heißen diese Schurikens.
Elektrum ist eine Grundwährung, die du von besiegten Gegnern und Schatzwegen von Ausrüstung erhältst. Da steht aber nicht, was das bringt. Alter, guck mal. Fabi, guck mal bitte bei den. Guck mal, drück mal bitte ihn, klick mal auf die Ressourcen. Moment. Wie viel da einfach leer ist. Das wird alles noch gefüllt. Ach du Scheiße. Aha, hier sind die Codex-Dinge. Siehst du mal, was noch alles gibt. Verdienste sind Achievements, ich sehe das schon. Gib mal Belohnungen dann. So ein bisschen die Triumphe aus Destiny. Aber ganz ehrlich, gerade bei solchen Spielen finde ich es umso geiler, je mehr Sachen es gibt. Mhm. Vor allem, ich frage mich halt, wie viele Waffenmodelle es dann umschlussendlich gibt, weil jetzt habe ich halt schon zweimal das doppelte Schwert, weißt du? Ach so, jetzt ja. Jetzt haben wir noch ein Speer, wir haben Doppelklinge schon gesehen, also weißt du schon mal, wie viel ein Hammer gab's? Wie viele Waffen? Ich glaube, der Grundkern von dem Spiel ist es einfach nur zu farmen, um diese ganzen Rüstungen. Ja, genau. Und halt Missionen zu machen, weil was noch interessant zu wissen ist, Leute, für euch, das ist hier kein Service-Game, also nicht so wie die anderen Dinger, die so gibt Destiny oder so, die mehr neue Sachen bekommen und so. Das Spiel ist jetzt schon gerade fertig. Es kommt nur halt noch eins oder zwei Erweiterungen raus für Story-Erweiterungen, aber sonst ist das Spiel jetzt so in dem Zustand schon fertig. Das heißt, man kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon alle sammeln und sehen und muss nicht warten, bis da irgendwelche Updates kommen. Das kann ein Vor- oder Nachteil sein, wie ihr es sehen wollt. Die Service-Game-Sachen kann man eh mehr debattieren, ob die gut oder schlecht sind. Ja gut, aber ich meine, wenn der Umfang jetzt schon aktuell groß ist, dann finde ich es okay, wenn da noch zwei Erweiterungen kommen, die auch nochmal ein bisschen was bringen, dann ist es eigentlich okay. Das reicht aus, meinst du, ne? Es muss keine andauernde Updates geben. Aber wenn das Spiel an sich schon klein ist und dann man schnell fertig ist damit und man dann immer darauf warten muss, bis was Neues kommt, das ist schon irgendwie... Ja, das ist das, was ich mir selbst gekämpft habe. Soweit Destiny war am Anfang auch so. Destiny hat am Anfang auch wenig Content, wurde erst mit den Jahren so groß, wie es jetzt ist. Ja. Mal gucken, wie lange wir jetzt schlussendlich brauchen, um jede Mission einmal gesehen zu haben. Das ist für mich dann auch der Kern. Also für mich ist das Spiel dann durchgespielt, wenn du alle Missionen einmal gesehen hast. Und mal gucken, wie viel Spielzeit man danach noch hat. Klar, man grindet danach noch weiter, wie bei jedem Loot-Shoot-Game. Das ist immer so. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn man irgendwann jede Mission einmal gesehen hat, ist es durchgespielt. Und dann sieht man, wie viel Spielzeit es eigentlich auch jetzt hat. Alter, was geht denn hier ab? Das wird fetter Turm. So, der Wachturm. Ich finde es immer irgendwie blöd, dass die Charaktere zu dumm sind, um so kleine Sachen zu klettern. Das fehlt mir irgendwie. Ja, jetzt haben wir keine Map. Wir sind nicht, ob wir jetzt hier schon waren. Ich glaube, wir waren hier schon, oder? Ah, ne, hier ist eine Kiste. Hier ist noch so ein... Rüstungsgedöns. Ja, ich kann kein Zähler drauf drücken. Ich konnte es nicht einsammeln. Komisch. Da vorne ist hier dieses Tor, da vorne waren wir schon. Hier ist dieses Lagerfeuer, das kennen wir auch schon. Dann können wir, glaube ich, auch alle drauf. Ja, hier haben wir von gelootet. Ist auch eine Kiste. The Watchtower is up ahead. Keep your hand on your sword. Welches Sword? Ich hab einen Stab. Ein Speer. Was müssen wir das nachmachen? Ich bin vor dir ausgerüstet, das haben die Zuschauer gesehen. Ja, ja, kann jeder sagen. Jom.
Hier ist ein Codex. Natürlich müssen wir noch ein Tor. Hä? Hä? Also. Man kann auch immer außersehen die Nummer auswählen, dann teleportiert man sich wieder nach oben. Ganz seltsam. Gegner! Aber dass es so 12 Rüstungen gibt, ist die Anspielung auf Warframe, kann das sein? Ja, kannst hier niemand mehr heilen, ne? Oh, Spasti, Alter. So, meine Ulti ist jetzt übrigens ready. Erkenne ich an dem goldenen Balken unter meiner Lebensenergie. Ich glaube, das ist die Ulti. Mit Z kann man die ausfüllen. Was hat denn der eigentlich für eine Ulti? Keine Ahnung. Ich weiß nur von der ich gerade spiele, wenn du Z drückst, kannst du Gegner im Umfeld Feuerschaden. Habe ich eigentlich kosmetische Inhalte? Ich habe silberne Rüstung. Keine Ahnung, steht hier leider nicht mehr, was da für ein Ulti hat. Ich spiele auch silberne, guck mal. Yeah! Naja, so geil ist das Skin nicht mehr, eigentlich sind. Da war nur Silber. Besser als Gold. Aber Vorbestellerbonus sieht man halt doch so mit, ne? Wir haben ja keine höhere Edition gekauft. Ja, wenn das jetzt, sagen wir mal, wenn das jetzt die Belohnung wäre dafür, dass man eine andere Edition vorbestellt, würde ich ein bisschen schade finden, aber so. Ja, richtig. Fürs Grundspiel aber noch zusätzlich was dazu ist schon okay. Codex! Kiste. Mann, alles übersiedert, Junge hier. Ich sehe nichts, ich bin auch weitergelaufen. Wenn man nicht nach was guckt, kann man auch nichts übersehen. Sag mal, willst du mich verarschen? Die habe ich aber echt nicht gesehen, obwohl ich davor stand. Die leuchtet sogar grün, ich dachte, da guckst du eh mehr drauf. Ja, keine Ahnung. Immer komisch. Wie weit ist, ob ich viele spiele, übersehe ich viel mehr, als wenn ich alleine spiele. Siehst du mal. Warte mal, ich habe so einen lustigen Hammer bekommen. Will den mal ausprobieren. Erzähl dir Witze mit dem Zuschlag. Nee, du. Oll! Ich hab einen fetten Hammer! Ja, aber nur wenn da als Waffe, ne? Sonst nicht. Hier ist ein Miniboss. Klopp ihn. Okay, jetzt kein Miniboss, ein richtiger Boss. Au. Fuck you. Oh, geh weg. Au, hab's schon gemerkt. Ach, fuck you. Wo läuft der jetzt weg? Warte, ich mach die Ulti. Was auch wenn's macht. Ja, Ulti. Ah, guck mal, meine Ulti. Da ist sie. Ah, geil. Kannst du Geister beschwören. Nice. Leider mal nicht lange, leider. Ja, aber ist mir jetzt schon zu schwerfällig. Wechsel ich gleich wieder so. Also, Bossgegner variieren schon noch das Spielanzahl. Weil die dauert länger als. Ja, würde ich auch sagen. Mach mal raus, sag. Hier, nimm mal ein Schild. So. Oh, nee, so nicht. Hä? The High Lord has teleported, but he hasn't gone far. Was ein Hurensohn, ey. Hat er Angst vor uns. Das sind Bosse, die sich teleportieren und nicht gleich besiegt sind. So, warte mal, ich muss den Hammer gleich wieder aus. Der ist mir ehrlich gesagt zu langsam. Warte mal, ich mach auf die andere Sort mal keinen Schwert. Ich hab das bei beiden ein Schwert, das macht ja wenig Sinn. Ah, okay, Großschwerter sind also die zwei Handschwerter, ich verstehe. So, ich mach mal die Stangenwaffe auf die zwei. Du
Ah, da vorne ist rot, die kann man so nicht benutzen. Die Teleportation, okay. Silberbahn. Ob die besser ist? Ist sie. Aber auch ein Großschwert. Was ich bei Doppel-, also zwei einigen Waffen immer problematisch finde bei so Spielen, ist halt, dass sie so schwerfällig sind, so lange am Zuschlagen, weißt du? Mhm. Spielst du die gerne? Kommt drauf an. Valhalla zum Beispiel, mal den Vergleich zu ziehen, benutze ich auch schon zwei Waffen aktuell, macht schon Spaß. Ja, bei Valhalla habe ich aktuell einmal diesen Stern an dieser Kette. Ja, der ist übelst geil. Stimmt. Und Arc. Nee, ich hab jetzt mal Dolch in Arc, also Dolch habe ich mir gedacht, ist keine Wikinger-Waffe, aber es ist trotzdem wirklich cool eigentlich mit dem Dolch. Also, ganz schön zu Fuß stechen. Aber Speer habe ich auch schon probiert, Speer macht mir auch Spaß. Ich denke, dass du manchmal deine Sonderfähigkeiten benutzt, ne? Ja. E drücken. Drückt halt. Found him. He's in the clearing. Aber ich bin so froh, dass man bei Banana nicht mehr so auf diese Dings achten muss, auf Rüstungslevel und Waffenlevel und wie bei Odyssey. Ja, ich hab Odyssey ja nicht gespielt. Dass du theoretisch eine Waffe das ganze Spiel durchlang nehmen kannst. Genau, das ist halt übrigens geil, auch bei der Rüstung ist es ja so. Die müssen ja einfach upgraden. Natürlich hat er mit der volles Leben. Oh, er hat mich. Hey. Okay. Ich muss echt früh auf das rote Leuchten achten, wenn er eine starke Attacke macht, die mir entspannen kann. Jo. Oh, nice. Ah, guck, schon haben wir eine neue Währung. Inkarnierte ist es Essenz. Zwei neue blaue Waffen. Drei neue habe ich sogar. Ja, alles. Try. Schon wieder, aber eine bessere Try. Jo, Schwert macht 40, ne? Also ab 40 kann man dann auch mal ein anderes Langschwert ausrüsten. Ja. Was habe ich noch bekommen? Ach, ein Amulett war's. Ich habe schon wieder Amulett fürs Vorbestellding. Ah, der ist genauso gut, bringt nix. Okay. Ja, das ist die dritte Ressource. Wird nur von Elite-Gegnern und Zwischenbossen fallen gelassen. Sie dient dazu, Gegenstände der Schmiede zu verbessern. Also die Lila-Währung ist zum Verbessern da. Und die Lila, die Pinken und die Grünen sind halt für die Valor-Krasse.
zu meinen tollen Dance Moves. Ah. Bonus, aktiviere das Zwiebelsticker. Komm, wir machen den Bonus. Drei Ziele gibt's. Wow. Ganz ruhig. Vorbei gejumpt. Oh, lieber diese Fernkampf-Wichser, die kotzen mich in wenig aneinander. Die sind meinem Nerven bei dem fünften Angriff. Na, was geht hier in Michigan mal hier, ne? Ich bin dir. Können die so toll drücken? Können so Portale gegen Infektion angehen. Ich glaube, sag ich, das Bögen benutzen, ich darf's nicht. Ah, jetzt kommt man hier durch. Stufe 5. Was ist das hier für Welt? Gnome. Pnoms. Da. Schade.
So. Was? Nix, aber so. Heute schon so gesagt. Genommen? Nein, noch nicht. Ne? Stat, also. Glühwürmchen. Was? Glühwürmchen. Ich hab Glühwürmchen verstanden. Wieso, hä, was denn jetzt? Glühwürmchen. Glühwürmchen. Mal her. Für diese Kanal finden Sie ein Reich. Aktivieren Sie um das Reich. Öffnet die neue Erkundungsziele für das Reich. Geht es dir deine Belohnung? Schließe alle Ziele für zusätzliche Belohnung ab. Du kannst also diese zusätzliche Kanal erneut aktivieren, wenn du alle Missionen erfüllt hast, um neue Ziele zu erhalten. Nutze Geistblick, um versteckte Objekte zu finden. Okay, war Geistblick, ne? Geistblick sagt mir, dass da vorne irgendwas Rotes ist. Oh. Wenn du mal G machst und die Gestimme hier guckst. So. Aber wir mit dem Geistblick versteckte Objekte finden müssen. Ob das so ist, eins ist. Ja, da vorne hinter dem Baum ist noch eine zweite rote Lichtsäule. Ja, Leute, ich würde jetzt mal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Sehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.